Loading data, do not remove memory card 8 MB for PlayStation 2 Controller or reset switch off the console. Laden erfolgreich. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ian hier und herzlich willkommen zum zweiten GTA San Andreas Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter hier mit GTA San Andreas. Und ich muss einfach sagen, das ist so krass, wie dieses Spiel bei euch angekommen ist, die erste Folge. Einfach 120.000 Klicks, 17.000 Likes, das schaffen wir ja schon fast gar nicht auf viel FIFA. Und hier einfach auf San Andreas, dem Spiel, was 2004 rausgekommen ist. Das müsst ihr euch erstmal vorstellen, ne? 2004, das ist jetzt umgerechnet 11 Jahre zurück oder so. Und da war ich gerade mal, wie alt war ich da? Ich war da, ich habe GTA einfach mit 11 Jahren gezockt. Muss man sich mal vorstellen, wie krank das damals war. Mit 11 Jahren so ein Spiel hier zu zocken, das ist einfach ein richtiger Klassiker. CG hat richtig platten Arsch in seiner Hose hier. Auf jeden Fall danke für euer krasses Feedback bei der ersten Folge. Habe ich mir gedacht, heute machen wir direkt in die nächste Folge. Bei der Abstimmung konnte man auch hier sehen, ich blende eben nochmal ein. Ein paar meinten auch, ja, mach doch mal eine Abstimmung, also nur so eine separate Abstimmung, dass ich nur San Andreas mache. Und da war ich eigentlich ziemlich überrascht, ne? Weil ich habe gedacht, so das Spiel, die Grafik, das Spiel an sich ist natürlich heftig, ne? Das muss man einfach sagen. Nur halt, ich habe gedacht, wegen der Grafik vielleicht, dass sich hier viele beschweren werden, weil sie nicht damit groß geworden sind, unter anderem diese Grafik einfach nicht gewohnt sind, nicht kennen. Aber es kam eigentlich ganz gut bei euch an, die erste Folge, wie gesagt, und ich bin positiv überrascht. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt raus, weil dann geht es direkt weiter mit der nächsten Mission. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet, ob ich mich da so ein bisschen erinnern kann oder nicht. Wir schauen einfach mal. Alter, das ist über 11 Jahre her, das ist einfach nur krass, ey. Ich weiß nur noch, Ryder wohnt links neben mir, das müsste eigentlich wahr sein. Geht zu Ryder, wohnt ein Stück die Straße hinunter. Habe ich doch gesagt, Alter, hier wohnt er. Alles klar. Drücke L1, um den Anruf auf deinem Handy entgegenzunehmen. Okay, wir werden gerade angerufen. Wer ruft der? Guck mal, das Telefon! Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Setrip and Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention. Boah, ich liebe das. Das ist einfach diese typische Gang-Feeling hier, Alter. Du steckst in einer Gang drin. Das ist das Geile bei San Andreas. Man fühlt sich da so integriert. Und das hier ist die Groove Street, Freunde. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Facebook-Bilder überall. Immer jeder dieses Foto hier postet. Home, Sweet Home. Weil hier sind so viele Leute groß geworden auf dieser Straße hier. Das ist einfach unglaublich hier. Jetzt gehen wir direkt mal rüber zu Ryder. Viele meinen, der sieht aus wie Eazy-E. Ich habe das mal gegoogelt. Und er sieht wirklich aus so wie der. Und ich glaube, das wollten die auch machen. Die Mission heißt einfach Ryder. Da bin ich mal gespannt, was jetzt hier abgehen wird, Alter. Nummer 2, die Mission. Also mich stört das nicht mit der Grafik, bin ich ganz ehrlich. Das Spiel an sich, wie gesagt, hey, gefällt mir top. Seeing my home. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. Oh, no Sprache. Homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no hard hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Boah, diese Musik, Alter, ich muss Dings, Freunde, ich muss auf jeden Fall im Pausenmenü die Musik ausmachen, Alter, sorry, aber habt ihr das gerade gehört, das Lied, Alter, Junge, richtiger Klassiker, ich würde das alles hier so gerne laufen lassen, aber ich muss es leider, wie gesagt, hier die Musik erstmal stummen. So, und jetzt kann es auch direkt weitergehen, Freunde, ich steige in Ryders Auto, weil das ist so, wenn ich nach oben gucke, guckt er so nach unten, das ist ein bisschen anders mit der Steuerung damals gewesen, ey. So, man fährt ja auch, glaube ich, anders mit X oder so, ne? Fahren mit Ryder zum Friseursalon. Jetzt gehen wir erstmal Haare schneiden, hey, ey. Obi still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his membrane years ago. Ah, gee. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut. Immer schön mitlesen, Freunde. Ihr müsst die Story... Whatever. Oh. Nicht gut, ich bin gegen die Polizei geknallt. I'll be cutting you like a DJ. Scheiße, so Alter, die Polizei, ey. Mach mal Platz hier. Oh, die Steuerung. What? My family, the homies is here. Meine Familie, hast du recht, soll mal hier bleiben? Yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Jetzt gehen wir in den Friseursalon. Einfach hier San Andreas-Style hier, typisch auf der Straße. Guck mal, der Mond, Alter. Was ist denn mit dem Mond los? Es ist ja schlimmer, wenn wir Vegeta zum Super Saiyajin wird. Guck mal, der Mond, Alter. Als ob der direkt auf die Erde zukommt wie 3D, ey. Alter, das ist so geil, Mann. Ich schwöre es dir. Ich bin gerade wieder zu Hause, ohne Witz. Ey, das ist so ein Klassiker, dieses Spiel Friseur. Wie gesagt, nochmal danke für euer krasses Feedback, ey. Ich würde mich auch nochmal freuen, wenn wir auf die Folge wieder 10.000 Likes knacken. Das würde mich echt richtig freuen, Freunde. Und jetzt gucken wir mal hier, was wir... Ey, das ist so geil beim Friseur. Ich zeige euch mal, was ich meine in der letzten Folge. Ihr werdet euch kaputt lachen. Ich hoffe, das geht, ey. Ich hoffe, das geht. Warte.
Wie geht das genau? Genau, guck mal jetzt, ich guckt euch meine Haare an, die sind ganz kurz. Guck mal jetzt, warte, bitte. Afro und Bart, guck mal, was der jetzt macht, bitte. Wie zum Teufel kann der einen Afro tragen, wenn er davor so kurze Haare hat? Das ist diese geile GTA-Logik. Das feiere ich einfach übertrieben. Ich würde sagen, wir machen dem mal ein Afro, oder? Nur ein Afro, oder? Was sagt ihr? So ein bisschen so wie Nelson, wie Young Brook hier, mein Kollege, Alter. Wir werden auf jeden Fall auch mal zusammen ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen heftiger zum Pumpen machen und alles und mit denen schön durchtrainieren und alles, Konditionen aufbauen. So, Freunde, das ist der neue CJ. Erstmal schön mit dem Afro-Look geht der jetzt hier raus. Der erinnert mich gerade voll an Nelson, Alter. Der ist aber noch richtig schmal und dünn. Wir müssen den noch schön zum Pumpen bringen. Und es gibt ja auch Cheats für das Spiel. You know something? I take it back. Old Reese still got it cracking. Guck mal, sein Joanna, wie der da brauchen ist. Ein fetten Joint, Alter. Respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Wenn du nichts isst, verlierst du Gewicht und irgendwann auch Energie. Der rote Balken zeigt an, wie viel Energie du hast. Okay, wir müssen auf jeden Fall immer schön essen. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du fett. Okay, geh in die Pizzeria und hol dir was zu essen. Drücke L1, um dir Statistiken anzusehen. Warte mal. Ah, okay, Respekt, Kondition, Muskeln, Fett, Sex-Appeal. Okay, es gibt ja auch, wie gesagt, Cheats fürs Spiel, Alter. Das war richtig lustig. Da gibt's so Fliegen. Guck mal, die Nut! Was geht mit dem ab? Ey, das ist das Geile, Alter. Guck mal, was da abgeht, Alter. Was ist da los mit dem? Warte mal, guck mal jetzt. Ey, der hat die einfach überfahren, oder was? Der will die mit nach Hause schleppen, aber die kommt nicht mit. Oder wie geht's da? Guck mal, habt ihr gesehen, wie der die einfach überfahren hat, Mann? Ey, solche Sachen passieren nur in GTA. Guck mal, was ist denn mit der los? Achso, das ist eine die. Guck mal, typisch Frauen beim Einpacken. Das war schon damals so. Die halten einfach hier vor. Junge. Hättest du mal nicht dein Auto ein bisschen anders parken können? Eieiei, jetzt gibt's mal schön was Leckeres essen. Ey, ich habe glaube ich, mehr gelacht als bei GTA 5, ohne Witz. Pizza Stack. Das wird jetzt so lustig, wenn die Pizza ist. Stelle ich in die Markierung, um eine Pizza zu kaufen. So. Everything's well stacked, sir. Boah, lecker. Krieg ich direkt Hunger, Alter. Die Weichei-Portion. Nee. Was für Weichei-Portion? Gib mir mal was Ordentliches hier. Nee. Das will ich auch nicht. Ich will was Fetteres, Alter. Oh, schon nicht schlecht. $10, die volle Lusche. Machen wir noch ein bisschen weiter, gucken, was es sonst noch gibt. Nee, nicht so was. Wir machen einfach zurück und nehmen hier die volle Lusche. Eine schöne, dicke Pizza mit Pommes frites und Cola, Alter. Zack, kaufen. Guck mal jetzt wieder, das ist richtig geil, Mann. Guck mal jetzt. Isst du das einfach an der Kasse? Das ist sowieso Beste, Mann. Oha. Was geht denn jetzt ab? Aber der Boden glänzt schon mal, das sieht gut aus. Give up the money. Oha. This away. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Weiß, ey. Oha! Oh, shit! Alter, holt auf einmal so eine Pumpgun raus, ey. Junge. Wie das CJ war, das ist da reingetrieben. Steig in Ryders Auto. This pizza parlor's no push. Oha, cool, schön, der rennt, Alter. Das sieht so geil aus, Mann. Der Ryder hatte doch diesen Lowrider auch in dem Auto gehabt, ne? What you waiting for, bro? Worauf wartest du? Oha, der verfolgt uns. Bring uns zurück zur Groove Street. Alles klar, Leute. Guck mal, die ganzen Nutten hier am Straßenstrich. Oh, ist Ryder, ich dachte schon, Ryder ist gerade rausgeflogen. Verpisst euch mal. So, müssen wir wieder zurück zur Groove Street. Ja, ihr wisst ja, Freunde, erstmal fängt das Spiel ganz gechillt an. Erstmal kommen einfache Missionen. Und dann wird es immer geiler und geiler. San Andreas fand ich von den Missionen her einfach so genial. Es konnte wirklich mit keinem Spiel mithalten, von der Story her. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder. So, Freunde, da sind wir auch schon direkt angekommen in der Groove Street bei Ryders zu Hause. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Später, Alter. Boah, Junge. Diese Musik. Richtig geil, Alter. Ich würde sagen, eine Mission machen wir heute auf jeden Fall noch. Wir können beim nächsten Mal noch gerne mal so ein paar Cheats verwenden hier und so weiter. Guck mal, jetzt ist es ja schon Nacht geworden. Glaube ich, 2.44 Uhr haben wir oder so. Alles klar. So, jetzt geht's mal weiter hier. Tanging up turf. Come on, fat boy. Yeah. Watch out, fool. Come on, fat boy. Watch this. Look at. Look who's here. Bam. It's running, man. What, you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ, let them know you back Big on the smoke. Set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, pork chop.
Der sieht echt aus wie Lloyd Banks, oder? Seid mal wirklich ehrlich, Freunde. Hey, wait up. Ah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. You wanna drive? Jedes Mal bei jeder Mission mit CJ. Steig in Sweets Wagen. Okay, wir müssen jetzt hier die Graffitis irgendwo besprühen gehen. Fahren wir mit Sweet nach Idlewood. Alles klar, fahren wir jetzt mal direkt dorthin. So, und da sind wir auch schon direkt mal Platznote. So, wir müssen... Ah, genau, das gab es damals auch so als Hauptaufgabe, alle Graffitis zu besprayen. Groove Street. Halt, drücke R1, um das Graffiti anzuvisieren. Halte Kreis gedrückt, bis die Graffiti komplett übersprüht ist. There's another two baller tags in the hood. You go get them, and I'll keep the engine running. Ja, geil, vor der Polizei. Ist natürlich GTA. Guck mal, die Polizei. Die Polizei ist vor ihm mit seinem Motorrad. Und den juckt's gar nicht. Ich jetzt einfach hier das Graffiti. Oh, oh, okay, juckt ihn doch. Oh, shit. Ich glaube, das war jetzt nicht so toll. Wir haben jetzt schon wieder einen Stern am Start. Eieieiei, der Kopf verfolgt uns, oder? Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Oh, der kommt, da ist der. Scheiße, ich muss das Graffiti besprühen. Wo ist das denn? Eieieiei. Oha, ich dachte schon, das wäre jetzt gerade der Bulle. Ey, nicht, dass der jetzt hier kommt, Mann. Ich krieg Schiss, Mann. Ohne Witz. Ey, diese Steuerung, ne? Oh, wow, 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 wow. Weg, weg, weg. Spring, spring. Ist das hier? Da ist es doch. Ich kann auch hier rüber springen. Ich hoffe nicht, Alter. Ich hoffe nicht. Ja, ich sprühe die Scheiße voll. Ist doch voll. Steig wieder in Sweets Wagen. Schnell, schnell. Alter, so fängt GTA an, Freunde. Einfach nur krank. Ohne Witz. Hätte ich nicht gedacht, Alter. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Wo ist denn Sweet, Alter? Zieh durch, Sweet. Wurde gesagt, der Bulle verfolgt den. Seht ihr das? Zieh durch, Mann. Da ist er doch, oder? Ist er das nicht? Das ist er doch. Fahr nach East Los Santos. Der lauft doch mal schneller, Mann. Die Polizei ist gleich da. Ist das gerade sein scheiß Ernst? Ah, der ist doch schon drin. Boah, bin ich dumm, Alter. Der war doch schon drin. Und jetzt haut die Polizei einfach ab. Beste Leute, ey. Die stecken sowieso alle unter einer Decke. Hab ich euch ja schon in der ersten Folge. Boah, was ist mit der Sonne los, Alter? Guckt euch mal die Sonne an. Auf einmal ist hier alles dunkel. Hauptsache ich fahre so Laternen um, die Cops juckt das nicht, ey. Boah, diese Steuerung, Freunde, ich sag's euch, das ist so eine Umgewohnheit von GTA 5 zu GTA San Andreas. Aber ich muss sagen, es macht einfach übertrieben viel Spaß. Jetzt sind wir schon direkt hier im nächsten Viertel angekommen. In die Teile kann ich mich noch erinnern. Du sprühst hier, ich nehme mir ein anderes Viertel vor. Alles klar. Wir müssen nämlich die ganzen Graffitis hier übersprühen von den anderen. Boah, das sieht man ja fast gar nicht, ne? Sag mal ehrlich, das Übersprühen von Graffiti rivalisiert. Okay, so, 4 von 100 haben wir schon. Ich glaube, wenn man 100 hat, dann gibt es irgendwie was Besonderes. Und es gab hier auch eine Stelle im Spiel, da konnten... Oha. Das sind Bellas Gang mit dir, die kleinen Lila. Die sind eure Erzfeinde. Das sind unsere Erzfeinde, Leute. Ach du Kacke. Drück... Und dann soll ich vor denen einfach sprühen? Ist das deren Ernst? What the fuck? Ey. Wie kann ich die boxen, Mann? Wie geht das doch mal, Freunde? Wie kann ich boxen? Da, mit Kreis. Komm her. Oha. So, so. Bam, Junge. CJ, direkt erste Schlägerei heute. Los geht's. Zack, in die Fresse. Boah, knock dir den aus, Alter. Kommt der andere von hinten. CJ dreht sich um und gibt den hier ein paar Bomben, Alter. So muss es sein. Komm, au ihn. Scheiße, Mann, das ist unfair. 2 gegen 1 hier. Ich muss weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo sind die, wo sind die? Da sind die. Komm. Bam, Junge. Der liegt schon mal auf dem Boden. Tritt drauf, Junge. Sauber, der ist tot, Alter. So, der nächste. Hau ihm auf die Fresse, Mann. Bam, bam. Links, rechts. Jetzt kommen die anderen, wollen ihm helfen, oder was? Hier, kriegst du den, Mann. Was für Erzfeinde. CJ ist back in the business, Mann. Wollen die es hier richtig anlegen? Ja, super. Wie kann man jetzt die Waffe wechseln? Ah, mit R2 geht das. Okay. Perfekt, ja. Begib dich zu der Radarmarkierung. Dort findest du das nächste Graffiti. Alles klar. Müssen wir anscheinend heute mal wieder ein bisschen Graffiti sprühen. Guck mal, geil. Einfach vor der Polizei wieder, ey. Die sind irgendwie überall, ne? Guck mal, wie die fahren. Was ist denn hier los? Guck mal, die, Alter. Macht die Moonwalk Michael Jackson, Alter. Was geht bei denen, ey? Ich finde das so lustig, wie verrückt die Menschen hier einfach sind. Oh, hier liegt einfach Geld rum, Alter. Was war das denn? Ich glaube, das war das Geld von den anderen. Ja, wir sollen auf jeden Fall hier in die Markierung rein. Alles klar. Stelle dich vor dem Zaun, um Viereck um zu klettern. Ja, ja, das weiß ich ja schon. Also mit Viereck klettern. Müssen wir halt hier nur... Ich glaube, ein nach oben zeigendes Dreieck bedeutet, dass sich ein Ziel in größerer Höhe befindet. Ah, okay. Das heißt, es wird dann wohl hier oben sein. Ne? Jawohl. Boah, die Steuerung, ne? Die ist echt nicht easy. Sage ich euch mal. Oh, da ist es ja schon. Perfekt. Zack. Also ihr wisst, das Spiel fängt erstmal ganz gechillt an. Und dann geht's immer weiter und weiter. Ich glaube, oh, was hat er mit seiner Frontdings gemacht, Alter? Der ist einfach kaputt. Karl, schnell steig ein. Ich glaube, der wird verfolgt, Alter. Müssen wir jetzt durchziehen. Zieh durch, CJ. Oh, direkt Polizei, sorry. Rempel ich die einfach fast an. Lass mich mal jetzt fahren. Aber die Frage ist, wie... Hä? Der war doch gerade am Fahren. Ohne Witz, der saß doch gerade links, oder? Auf einmal saß der rechts. Er gibt dich wieder zu Street House. Alles klar, also das gleiche war schon der dicke Verfolger.
Verfolgungsjagd gerade. Wir wohnen alle in der Straße. Sweet hier vorne, Ryder dort, CJ hier. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the fatty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. Ich will ein Bier oder so. Eieiei, Lloyd Banks, hau rein, Digga. Hau rein, Homie. Ja, meine lieben Freunde, und da würde ich sagen, war es an dieser Stelle hier auch von unserem zweiten GTA San Andreas Let's Play. Ich speichere nochmal eben hier kurz ab. Ich fand, war wieder eine geile Mission hier. Hat Spaß gemacht. Man muss erst einmal wieder in das Spiel reinkommen, die Leute nochmal kennenlernen und. Und es wird doch übertrieben krass werden, das verspreche ich euch, weil hier sind einfach die geilsten Missionen mit dabei. Ja, verspreche ich euch auf jeden Fall, dass es übertrieben geil werden wird. So, Speicherdaten, Memory 2. Ich würde mich auf jeden Fall wieder sehr über 10.000 Likes freuen für die zweite Folge. Und ich kann auf jeden Fall demnächst versuchen, die Folgen immer so eine halbe Stunde circa zu halten. Und ja, das war's dann jetzt auch. Afroflocken CJ verabschiedet sich jetzt. Alles klar, macht's gut, haut rein und ciao!